Wir haben immer wieder in der Vergangenheit Gottesdienstserien gemacht zu Fragen, die gestellt werden. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Serie, die wir übertitelt haben mit «Du hast es so gewollt». Ihr wisst alle noch, was wir hier predigt haben. «Du hast es so gewollt» sind eure Fragen gewesen, die wir aufgenommen haben und probiert haben, beantworten in dieser Serie. In dieser Serie, die wir heute starten, geht es ebenfalls um Fragen, aber nicht um Fragen, die wir stellen, oder Fragen, die Menschen in unserem Umfeld stellen, sondern es wird vielmehr um Fragen gehen, die Jesus gestellt hat. Und diese Fragen, die verwundern euch vielleicht. Vielleicht verwundert ihr euch, dass Jesus überhaupt Fragen gestellt hat. Wohl, Jesus hat tatsächlich Fragen gestellt. Irgendjemand hat die Fragen von Jesus mal zusammengezählt. Ich habe nicht nachgezählt, aber er ist auf 230 Fragen gekommen in den Evangelien, die Jesus stellt. Sind spannende, sind wichtige Fragen, die nachher eine Antwort verlangen. Und wenn Jesus Fragen stellt, stellt Jesus natürlich nicht Fragen, weil er die Antwort nicht wüsste. Oder Fragen, ja, wo er irgendwo das Gefühl hat, ich brauche jetzt selber eine Antwort. Sondern wenn Jesus Fragen stellt, dann stellt Jesus Fragen, damit wir die oftmals viel mehr für uns selber beantwortet als für ihn. Damit wir für uns selber Klarheit überkommen. Die von euch, die Kinder haben, ihr habt das vielleicht auch schon erlebt, dass ihr den Kind Fragen gestellt habt, wo ihr eigentlich die Antwort darauf wisst, aber euch ist wichtig, dass euer Kind über die Frage anfangen nachdenken und dass sie für sich selber eine Antwort findet. Nicht primär für euch, sondern für sich selber. Um einen Denkprozess auszulösen. Und oft genug, wenn man die Frage von Jesus liest, spürt man, dass genau da dahinter steckt. Dass man andocken kann an so einer Frage. Die Antwort viel mehr für einen selber bestimmt ist, als für irgendjemand anders. Oder aber, wenn man sich selber nicht in die Situation hineinversetzen kann, dass Jesus die Frage vielleicht jemand anderem stellt und man steht selber daneben und hört, wie der Antwort gibt und merkt, ui, das sagt ja mir auch etwas. Drei solche Fragen, nur drei. Wie gesagt, es gäbe, glaube ich, 230. Ich habe nicht nachgezählt, aber es gäbe 230. Drei solche Fragen, wenn wir in dieser Serie nachgehen. Weil Fragen sind wichtig. Wenn man Aussagen macht, kann man ja ganz unterschiedlich auf Aussagen reagieren. Also Aussagen kann man ablehnen. Bei Aussagen kann man sagen, interessiert mich nicht, ist mir völlig egal. Oder man kann sagen, das sehe ich total anders. Aber wenn man Fragen stellt, dann verlangt das fast automatisch nach einer Antwort. Man verlangt, dass man sich auf eine Frage einlädt. Und wir hoffen ganz fest, dass ihr euch wiederfindet in diesen drei Fragen, die wir mit euch anschauen wollen in dieser Serie, dass ihr für euch selber Antworten findet und Antworten geben könnt auf die Fragen. Die Frage, die wir heute anschauen, ist für mich eine der grundlegendsten. Es ist die da. Für was lebst du eigentlich? Für was lebst du? In was investierst du dein Leben? In welche Richtung soll es sich entwickeln? Für was wendest du Zeit, Kraft, Investition auf? Für was lebst du? Jesus stellt die Frage, aber Jesus wäre nicht Jesus, wenn er die Frage einfach so plakativ und plump würde stellen, wie ich jetzt da gemacht habe. Jesus stellt Fragen nie plump und nie plakativ, sondern oftmals ganz anders. Und Jesus schickt dieser Frage zwei andere Fragen voraus. Und er impliziert damit, dass wir, bevor wir die Frage nach dem Sinn beantworten können, zuerst einmal müsst die Frage beantworten nach seiner Person. Ihr findet das Gespräch, das da mit den Jüngern stattfindet, im Lukas-Evangelium, Kapitel 9, Vers 18 bis 26. Und im Text stellt Jesus die Frage und steigt ein in das Gespräch so. Und es geschah, als Jesus für sich alleine betete. Da waren die Jünger bei ihm und er fragte sie und sprach, was sagen die Volksmengen, wer ich bin? Sagt mir einmal, was denken eigentlich die Leute so über mich? Was wird eigentlich so über mich geredet? Wer sich Gedanken darüber machen will, wofür er eigentlich lebt und wofür sich das Leben lohnt, der kommt am Thema Spiritualität, Religion und Glaube nicht vorbei. Spannend, oder?
Immerhin nehmen Spiritualität, Religion und Glaube für sich in Anspruch, dass sie Antwort geben auf die Frage. Für was lebe ich eigentlich? Jesus fängt das Gespräch mit den Jüngern an und sagt, was sagen die Leute? Was wird so erzählt über mich? Was für Bilder haben denn die Leute von mir? Was geht da um? Was geistert da um? Und die Jünger geben interessanterweise Antwort und sie sagen, da gibt's ganz unterschiedliche Haltungen dir gegenüber. Die einen sagen, du sagst Johannes den Täufer. Wieder die anderen sagen, du sagst den Elia. Einige andere aber sagen, dass einer der alten Propheten auferstanden sei. Und die Antwort der Jünger spiegelt wieder, was auch heute noch ganz viele Menschen über Jesus denken. Ich meine, jeder, das ist auch spannend, jeder hat irgendwie eine Meinung dazu, wer Jesus ist oder war, oder? Praktisch jeder hat irgendeine Haltung dieser Person gegenüber. Und ganz viele Menschen denken, Jesus, das war einfach ein radikaler und schräger Prediger gewesen. Ein, der radikale und wilde Gedanken geäussert hat, der Sachen gelehrt und vertreten hat, die neu sind, die bisher unbekannt gewesen sind. Ähnlich wie man das schon vom Johannes dem Täufer kennt hat. Der war auch so schräg gewesen. Und Jesus war jetzt einfach halt auch schräg gewesen. Johannes hat predigt, Menschen sollen umkehren und ihr Leben in Übereinstimmung mit Gottes Wert leben. Lukas Evangelium im 3. Kapitel fragt Menschen den Johannes, was das bedeutet. Und Johannes sagt, wer zwei Unterhosen hat, der soll eine teilen mit dem, der keine hat. Und wer zu essen hat, soll das auch machen. Dann kommen ein paar Zöllner zu ihm, zum getauft werden. Und sie fragen dann, was machen sollen, wie sie leben sollen. Was heisst das für uns Zöllner, unser Leben in Übereinstimmung mit Gottes Wert leben? Johannes sagt, Lehrer, was sollen wir tun? Der Johannes sagt, fordern nicht mehr, als euch bestimmt ist. Bescheissen nicht, betrügen nicht, sind ehrlich. Dann kommen dann ein paar Soldaten und fragen, und wir, was sollen wir tun? Und Johannes sagt, tut niemandem Gewalt an, erpresst niemanden, begnügt euch mit eurem Sold. Lebt dein Leben in Übereinstimmung mit Gottes Wert. Da hat der Johannes predigt und jetzt ist Jesus da und die Leute denken, das ist nochmal der Johannes. Nochmal die gleiche Person. Weil die Botschaft, die von ihm ausgeht, scheint auf den ersten Blick ganz eine ähnliche zu sein. Lebt aufrichtig und nach bestem Wissen und Gewissen nach Gottes Wert. Richtet euch an Gottes Wert aus. Und ganz viele Leute denken, und wenn wir das machen, dann kommt es dann schon gut. Dann kommt es gut. Dann kommt es in dem Leben gut. Und dann kommt es dann auch für den Himmel gut. Wenn wir nur das machen, was richtig ist. Jesus als einer, der Aufrichtigkeit und Gottesfurcht predigt. Wieder andere haben gesagt, nein, Jesus ist einer wie der Elia. Einer wie der Elia, ein auferstandener oder ein reinkarnierter Elia. Vielleicht haben die Juden so gedacht, weil sie Jesus als feurigen Kämpfer erlebt haben für Gottes Sache. Oder als einer, der Wunder tun hat, wie der Elia im Alten Testament. Ich meine, der Text da, der spielt gerade nach der Speisung von den 5000, wo Jesus Brot vermehrt. Genau gleich wie der Elia im Alten Testament bei der Witwe von Zarpat das Mehl und das Öl vermehrt hat und geschaut hat, dass das nie versiegt ist. Vielleicht haben sie Jesus auch drum mit dem Elia verglichen, weil der Elia bei den Juden als Anwalt gegolten hat, von den Unterdrückten, von den Armen. Jesus als einer, der sich für Schwache, Benachteiligte und Unterdrückte einsetzt. Jesus, ein Sozialreformer und ein Wundertäter. Und wieder andere haben gesagt, nein, Jesus ist einfach ein Prophet. Ein, der für Gott tritt. Ein, der an Gottes Stelle da ist und dem Volk den richtigen Weg weist. Und das alles ist ja nicht ganz falsch, oder? Ganz falsch ist es nicht. Aber ganz richtig auch nicht. Es greift viel zu kurz. Viel, viel zu kurz. Und seht ihr, bis heute haben ganz viele Menschen eine Meinung darüber, wer Jesus ist. Und es ist spannend, dass man an dem Jesus nicht vorbeikommt. Selbst Menschen, die nicht gläubig sind, haben eine Meinung und eine Haltung dazu, wer der Jesus ist. Man redet von ihm als außergewöhnlicher Prediger, als Vorbild, wo man sich daran orientieren kann, für den Lebenswandel, wie Gott ihn sich vorstellt. Andere sagen, Jesus ist ein Wundertäter, er hat sich für Schwache und Benachteiligte eingesetzt. Wieder andere sagen, er war ein Prophet, ein unter vielen. Übrigens, selbst Muslime glauben da.
Jesus war ein Prophet. Alles nicht ganz falsch, aber eben auch nicht ganz richtig. Und was dahinter steckt, ist, dass was andere über Jesus denken und über ihn sagen, dass das nicht hilft für die Klärung der eigenen Sinnfrage. Und ich gehe davon aus, die Jünger haben diese Frage gehabt, diese Sinnfrage. Im Matthäus-Evangelium, glaube ich, Kapitel 19, stellen sie diese Sinnfrage auch ganz offen. Lehrer, wir sind dir nachgefolgt, wir haben alles aufgegeben. Was wird uns nun werden? Was bringt das? Und schau, was deine Eltern sagen, was der Pastor sagt, was die Gemeinde sagt, wer Jesus ist, was wer auch immer sagt, wer Jesus ist, das langt nicht, um deine eigene Sinnfrage zu klären. Das langt nie. Es hat auch den Jüngern nicht geholfen, ihre Sinnfrage zu klären, nachdem sie sich entschieden haben, alles zurückzulassen und Jesus nachzufolgen. Man kann sich Jesus nicht über andere nähern. Du kannst Bücher lesen von zig hundert Leuten, was sie über Jesus denken. Es wird dich keinen Schritt weiterbringen, wenn du die Frage nicht für dich selber klärst. Viel wichtiger als was andere in Jesus sehen, ist, wer du in ihm siehst. Und Jesus führt die Jünger ganz behutsam an den Punkt an, indem er zuerst einmal fragt, was sagen denn andere über mich? Und dann sagt er, und ihr? Was denkt ihr über mich? Wer sagt denn ihr, dass ich bin? Und der Petrus antwortet stellvertretend für alle Jünger und bringt zum Ausdruck, was die Jünger glauben. Und der Petrus sagt, du bist der Christus Gottes. Im Paralleltext formuliert der Matthäus so, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus macht deutlich, dass Gott selber ist, wo Petrus die Erkenntnis geschenkt hat. Er sagt im Paralleltext, da hast du nicht aus dir selber herausgemerkt, es ist Gott selber, der dir das offenbart hat. Aber schau, wenn es um die Frage geht, für was wir leben und worin wir uns investieren, dann ist ein Schlüssel, wer ist Jesus für dich? Wenn ich ein Gespräch müsste führen mit irgendjemandem über die Frage, für was lebst du, wäre ich relativ schnell bei dieser Frage, wer ist denn Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Denn du wirst dich nur dann jemandem anvertrauen und dich auf ihn einlassen, wenn du weißt, dass die Person auch vertrauenswürdig ist und tatsächlich der ist, den er sie behauptet. Es gibt Fragen, wo man spürt, jetzt muss ich Farbe bekennen. Jetzt muss ich Farbe bekennen. Jetzt kann ich mich nicht mehr hinter den Antworten von anderen verstecken, was kluge Leute gesagt haben, was Sachverständige gesagt haben. Jetzt bin ich persönlich gefragt. Und wenn es um Jesus geht, dann reicht es eben nicht nur, in der dritten Person von ihm zu reden. Andere sagen, Jesus ist da gewesen. Und wieder andere sagen so und diese sagen so. Nein, jetzt muss ich Farbe bekennen. Jetzt ist entscheidend, wer ich glaube, dass Jesus ist. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, wer glaubst du eigentlich, dass Jesus ist? Wer ist Jesus für dich? Wo der Petrus das Bekenntnis hier ableitet, ist ihm noch nicht wirklich bewusst, wann er da sagt. So in der vollen Klarheit hat er noch nicht verstanden, was das bedeutet, dass Jesus der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Die messianische Erwartung der Israeliten und auch der Jünger ist ganz stark verbunden mit der Erwartung, wenn der Messias kommt, der Erlöser, dann wird er Israel von der Unterdrückung befreien, von der Unterdrückung durch die Römer. Der Matthäus sagt, das Gespräch da in dem Text hätte stattgefunden, in der Gegend von einer Stadt, die Caesarea Philippi geheissen hat. Es kommt sicher nicht von ungefähr, dass Jesus das Gespräch gerade in dieser Stadt anfängt, in einer Stadt, die zu Ehre vom römischen Kaiser, vom Cäsar, gegründet worden ist. Und wo sie in dieser Stadt drin sind, in einer Stadt, die dem Kaiser gewidmet ist, fragt Jesus, wer denken die anderen, dass ich bin? Wer denken ihr, dass ich bin? Und die Jünger haben zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch noch die starke Erwartung gehabt, dass der Messias, wenn er dann kommt, den Cäsar absetzen wird, rauswerfen wird, raus mit den Römern. Israel für uns. Er wird den römischen Kaiser besiegen
und wird sich an seiner Stadt auf den Thron setzen. Sie wissen noch zu wenig, was es bedeutet, dass Jesus der Messias ist. Was das konkret bedeutet. Übrigens, die messianische Hoffnung haben die Jünger aufrechterhalten bis nach der Auferstehung, bis zur Himmelfahrt. In Apostelgeschichte 1, Vers 6 fragen sie Jesus, wirst du jetzt in dieser Zeit das Reich für Israel wiederherstellen? Jesus sagt nein. Und darum sagt Jesus zu den Jüngern, okay, ihr glaubt, dass ich der Messias bin, aber erzählt es nicht weiter. Sagt es niemandem. Und Jesus verbietet den Jüngern, mit den Leuten über das zu reden. Und das hat seinen Grund. Ihr müsst euch vorstellen, Israel leidet, die Bevölkerung leidet unter der Unterdrückung der Römer. Wahrscheinlich sind sie bereit gewesen, sich jedem anzuvertrauen, wo sie sich von ihm erhofft haben, dass er sie befreien wird vom Joch der römischen Besatzung. Wenn ihr mir nicht glaubt, lese die Geschichte vorher, die Speisung der 5000, wo sie parallel in der synoptischen Evangelie heisst, die Leute sagen Jesus in Scharen angerannt, nach dieser Speisung. Warum? Weil sie Hunger hatten. Und weil sie denken, er kann mir Brot geben. Bei ihm komme ich Brot über. Und genau das will Jesus nicht. Weil Jesus ist kein politischer Befreier. Jesus ist kein Sozialreformer. Er ist nicht gekommen, um Israel von der römischen Besatzung zu befreien und sämtliche Ungerechtigkeiten, die Menschen darunter zu leiden hatten, zu beseitigen. Übrigens, Jesus ist auch kein Lebensoptimierer, der unser Leben noch ein bisschen cooler macht und noch ein bisschen besser macht. Das Leben ist eh schon mega cool, aber mit Jesus ist es gerade noch ein Mühe cooler. Nein. Jesus ist gekommen, um uns von Schuld und Sünde befreien. Punkt. Darum ist er gekommen. Und für das muss er einen hohen Preis zahlen. Die Jünger haben bis zu dem Moment noch keine Ahnung davon, wie der Preis aussieht. Das erste Mal, dass Jesus mit ihnen darüber redet. Noch viel weniger heisst es die breite Masse vom Volk. Und darum sagt Jesus zu den Jüngern, bitte verbreitet meine Messianität nicht, redet nicht darüber. Denn mit aller Wahrscheinlichkeit wird das Menschen zu einem völlig falschen Schluss führen. Ich will nicht ein politischer Befreier sein und als solcher gefeiert werden, sondern mein Weg, der führt ganz neu mit anders hin. Mein Weg, der führt nicht auf den Thron da in Caesarea Philippi, sondern mein Weg führt das Kreuz. Und Jesus sagt, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten. Und er muss getötet werden und am dritten Tag auferweckt. Wer ist Jesus? Wer glaubst du, dass Jesus ist? Wenn Jesus für dich weniger ist als der von Gott verheißene Erlöser, der Retter, der in die Welt gekommen ist, um für meine und deine Schuld am Kreuz zu zahlen, dann geht deine Antwort am Kern der Sache vorbei. Es geht am Kern der Sache vorbei, wenn Jesus weniger als da ist. Ist deine Antwort vielleicht nicht ganz falsch, aber sie ist ganz sicher nicht richtig. Weil all das steckt in dem Satz, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Auch wenn es der Petrus und wahrscheinlich auch die übrigen Jünger und das Volk schon gar nicht verstanden haben. Wenn du deine eigene Sinnfrage beantworten willst, dann musst du vorher die Frage beantworten, wer ist Jesus? Und zwar für mich. Christ wird man nicht, indem man in eine christliche Konfession hineingeboren wird. Das macht einem nicht zum Christ. Sondern Christ wird man, indem man zu einer persönlichen Überzeugung kommt. Das heisst Glaube. Glaube ist nicht ein Gefühl. Oh, ich fühle mich jetzt gerade so gläubig. Es gibt kein Gefühl für Glauben. Glaube ist kein Gefühl. Glaube ist auch kein Fürwahrhalten von Fakten. Glaube ist eine tiefe innere Überzeugung im Herzen. Die Überzeugung, dass Jesus tatsächlich der Retter ist, den Gott verheißen hat im Alten Testament schon. Wo Mensch wird, Gott, wo Mensch wird, um für mich und meine Schuld zu zahlen. Das heisst Glaube. Ich treffe immer wieder auf Menschen, die glauben das aufrichtig.
Die haben das aber noch nie verbalisiert. Noch nie so ausgesprochen. Sind das noch nie so gewagt zu sagen. Und vielleicht bist du ein von diesen Menschen. Und dann ist die Frage da, wer glaubst denn du, dass Jesus ist? Darum ist die Frage gerade für dich so wichtig. Und vielleicht ist es dran, heute Morgen die Frage zu beantworten. Das allererste Mal. Und Jesus zu sagen, Jesus, ich glaube, dass du mehr bist als ein grossartiger Prediger. Ich glaube, dass du mehr bist als ein Wundertäter. Ich glaube, dass du mehr bist als einer, der Gottes Weg verkündigt hat. Ich glaube, dass du der Erlöser bist, der für uns alle sein Leben gegeben hat. Und nicht nur für uns alle, sondern auch für mich. Danke. Das heisst Glauben. Und das heisst Glauben ausdrücken. Nachdem Jesus das Gespräch mit den Jüngern hat, wer glauben andere, dass ich bin? Wer sagen dir, dass ich bin? Kommt er langsam zu dem, wo es ihm wirklich darum geht. Nämlich zur Frage, in was wir unser Leben investieren. Nach dem Bekenntnis von Petrus fährt Jesus nämlich fort und sagt Folgendes. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und Jesus sagt, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es retten. Und dann stellt er die Frage, die alles entscheidende Frage, und sagt, was nützt das einem Mensch, wenn er die ganze Welt gewinnt, sich selber dabei aber verliert oder Schaden erleidet? Das Wort dafür, Schaden erleiden, ist eigentlich das Wort von Verlust, Konkurs machen. Was nützt da, wenn du alles gewünscht, aber im Endeffekt bist du bankrott? Das war die Frage, die die Jünger hatten. Das war die Frage, die die Jünger beschäftigt hat. Okay, wir ahnen ein bisschen etwas von dem, wer Jesus ist. Wir haben eine Meinung dazu, wer Jesus ist, und die haben wir jetzt auch verbalisiert. Aber lohnt sich da wirklich, was wir da gemacht haben? Jesus nachfolgen, alles aufgeben, alles zurücklassen, um seinetwillen. Da ist die entscheidende Frage. Und Jesus stellt die Frage und sagt, was nützt es, wenn du die ganze Welt gewünscht, aber am Schluss stellt sich heraus, dass du das falsche Ross gesetzt hast. Oder wie ich es einmal sage, was nützt es, Karriereleitern aufzukriechen, das ganze Leben lang, und am Schluss merkst du, Leitern ist an der falschen Wand gestanden. Was nützt es? Es nützt nichts. Und Jesus hat seinen Jüngern ja gerade gesagt, sein Weg als Messias, der wird dann eben nicht Karriereleitern aufführen, sondern im Gegenteil, auf ihn wird Ablehnung warten, Leid, Tod. Und die Frage ist, aber Jesus, lohnt sich das denn? Willst du da wirklich antun? Du hättest doch die Chance, ganz gross rauszukommen, Herr. Und du entscheidest dich für Ablehnung, für Leid und Tod. Bringt's da? Im Paralleltext im Matthäus-Evangelium sagt der Petrus das sogar. Gott behüte dich, Herr. Das wird dir keineswegs widerfahren. Im griechischen Text wird das Wort verwendet, wo heisst, Jesus sei getadelt worden, zurechtgewiesen worden. Mit anderen Worten, Jesus sagt, auf mich wartet nicht Karriere, auf mich wartet das Kreuz und der Tod. Und der Petrus steht da und sagt, was lässt du da für einen Quatsch raus, Herr? Sicher nicht. Aber sicher nicht. Hör sofort auf, so dumm daherreden. Das steckt dahinter. Aber Jesus macht deutlich, wenn wir unserer Bestimmung vorbeileben, dann nützt alles gross rauskommen nichts. Und das gilt für mich, sagt er, genauso wie für euch. Ich denke so oft, Jesus hätte so gross rauskommen können, oder? So gross. Als Nachfolger von Johannes dem Täufer, wo die Masse bewegt, die Leute wären ihm in Scharen angerannt. Als grosser Prophet, wo die Leute auf ihn gehört hätten. Als neuen Elia, wo noch mehr und noch mehr und noch mehr Wunder tut. Aber Jesus hat gewusst, das ist alles nicht meine Bestimmung. Das ist nicht meine Bestimmung. Sondern meine Bestimmung ist es, mein Leben zu geben für andere. Das ist meine Bestimmung. Und letztlich geht es bei der Frage nach der Ausrichtung von deinem Leben um nichts anderes als um deine Bestimmung. Und Jesus sagt,
Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Mit anderen Worten, wenn du deinem eigenen Leben selber Bedeutung geben willst, wenn du alles daran setzt, in dieser Welt gross rauszukommen, bedeutungsvoll rauszukommen, wirst du leer ausgehen. Aber wenn du bereit bist, auf Bedeutung in dieser Welt zu verzichten und dich stattdessen dafür entscheidest, mir nachzufolgen und das zu machen, was in meinen Augen richtig ist, dann wirst du deinem Leben wirklich Bedeutung geben. Und da liegt der Knackpunkt, ihr Lieben. Und zwar immer wieder neu. Wenn Jesus wirklich der ist, den er behauptet hat zu sein, dann lohnt es sich, sich mit seinem Leben auf ihn einzulassen. Nicht nur auf ihn als Erlöser. Da bringt dich in den Himmel, gar keine Frage. Wenn du dich auf Jesus einlässt als dein Erlöser, bringt dich das in den Himmel, gar keine Frage. Aber das allein klärt nicht deine Sinnfrage. Einfach einmal im Himmel ankommen, klärt noch nicht die Sinnfrage. Es klärt noch nicht, für wen lohnt es sich denn zu leben. Aber wenn Jesus wirklich der ist, den er behauptet hat zu sein, dann lohnt es sich, sich mit seinem ganzen Leben auf ihn einzulassen. Mit allem, wo wir sind. Und Jesus sagt in dem Text, wenn er etwas sucht, wo sich dafür zu leben lohnt, dann muss das etwas sein, wo sich am Schluss als lohnenswert herausgestellt hat. Wo sich am Schluss als lohnenswert entpuppt. Es bringt nichts, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber ihr verliert euch dabei. Und sind bankrott am Schluss. Es darf sich nicht nur für heute lohnen. Es muss etwas sein, was sich aufs Ganze gesehen lohnt. Und Jesus bringt die Ewigkeit ins Spiel und sagt, genauso wie ich bereit bin, um der Ewigkeit willen, ans Kreuz zu gehen, genau das Gleiche gilt auch für euch. Ihr müsst bereit sein dazu, euer Kreuz auf euch zu nehmen. Wenn jemand mir nachkommen will, sagt Jesus, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Nachfolge bedeutet, ich bin bereit, mich zurückzustellen. Das heisst Nachfolge. Ich stelle mich zurück. Es geht jetzt nicht mehr um mich. Und um das, was ich gern hätte. Nachfolge bedeutet, ich investiere mich in etwas, wo nicht nur kurzfristig gewinnbringend scheint, sondern in etwas, wo langfristig auf die Ewigkeit gesehen Gewinn bringt. Nachfolge heisst, ich bin nicht der, der immer scheint und der, der immer gross rauskommt, sondern ich bin bereit, unten durchzugehen und klein zu bleiben. Nachfolge bedeutet, ich stelle mich zurück, um Christi willen oder um der anderen willen. Ich bin bereit, mich zurückzunehmen. Nachfolge heisst, ich investiere mich in etwas, das grösser ist als ich. Und stellt euch vor, da gibt es tatsächlich. Es gibt etwas, das grösser ist als du. Und es lohnt sich, sich in das zu investieren. Ich erlebe immer wieder, dass Christen sich die Frage stellen, lohnt sich das eigene Leben nach Gottes Maßstab auszurichten? Ich denke an ein Gespräch, das ich kürzlich wieder hatte mit jemandem, wo man erzählt hat, all meine Kollegen, die haben überhaupt kein Problem damit, die Versicherung auszunutzen und zu betrügen. Die haben kein Problem damit, ihre Steuern zu optimieren. Und es gibt eine schmale Grenze zwischen Steuern optimieren und bei den Steuern bescheissen. Dass ich das auch mal gesagt habe. Es gibt den Grad, und der ist manchmal sehr schmal. Und mein Kollege hat mir dann gesagt, ich habe manchmal den Eindruck, die meisten Leute haben kein Problem damit, unehrlich zu sein, solange es ihnen einen Vorteil bringt. Und ich, wo mich an Gottes Wort und seinen Maßstab ausrichte, ich bin einfach irgendwo immer der Jolie, wie man in der Ostschweiz sagt. Der Noll im Umzug, wie man hier sagt. Ich habe das Gefühl, ich bin der, der zu kurz kommt. Und ich frage mich, lohnt sich das? Ich denke an Momente, wo man Geld, Zeit und Kraft investiert in die Gemeinde, in Beziehungen, in die Region, um ein Segen sein für das Evangelium. Und plötzlich kommt man an einen Punkt, wo man sich fragt, habe ich am falschen Ort investiert?
Ich bin nicht in der Midlife-Krise, ich habe die hinter mir. Aber fragst dich auf einmal, schaust du zurück und denkst, habe ich mich am richtigen Ort investiert? Es kommt so wenig zurück. Es wird so wenig sichtbar von dem, was ich investiere. Habe ich den Moment aus falsche Ross gesetzt? Steht meine Leiter an der falschen Wand? Oder dann, man investiert sich, gibt sein Bestes, setzt sich ein für andere. Und alles, was man erntet, ist Kritik. Man wird belächelt, wird nicht ernst genommen. Manchmal sogar von denen, die am nächsten stehen. Die eigenen Eltern, die eigenen Geschwister. Und das sollte nicht nur weh, sondern das löst Zweifel aus in einem, oder? Kennt ihr das auch? So die Zweifel. Wo tief da unten gehen. Tief da unten. Könnte es sein, dass ich mich ins Falsche investiert habe? Und plötzlich ist die Frage, in was investiere ich mich? Für was lohnt sich das Leben? Brandaktuell. Und da kommt Jesus ins Spiel. Und das Gespräch, das er mit den Jüngern hat. Weil schaut, Jesus war bereit, genau das auf sich zu nehmen. Unten durchzugehen. Sich selber loszulassen. Für etwas Größeres. Der Verfasser vom Hebräerbrief sagt es so. Er sagt, lasst uns mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Ja, es braucht Ausdauer. Es braucht Kondition. Wie finden wir die? Der Hebräerbriefschreiber sagt, indem wir unsere Augen als richtigen Ort anheben. Nämlich auf Jesus. Er, der den Weg vorausgegangen ist, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und dann sagt der Hebräerbriefschreiber, er hat um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht geachtet, das Kreuz erduldet und sich gesetzt zur Rechten des Thrones Gottes. Dann sagt er, und jetzt betrachtet den, schaut auf den, orientiert euch an dem, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermattet und ermüdet. Schaut, wenn Jesus tatsächlich der ist, wo er behauptet hat zu sein, und wo der Petrus ihm attestiert hat, dass er ein Sieg, nämlich der Christus, der Sohn vom lebendigen Gott. Gott selber, wo Mensch wird, zum für uns sterben, dann lohnt es sich, ihm nachzufolgen und ihm treu zu sein. Er ist diesen Weg genau gleich auch gegangen. Genau gleich. Weil er sich auf die Freude, die vor ihm gelegen ist, konzentriert hat. Und Jesus schließt das Gespräch ab und gibt einen Ausblick auf die Freude. Einen Blick in die Ewigkeit hinein. Und er sagt, denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird der Sohn des Menschen sich schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. An einer anderen Stelle drückt Jesus den gleichen Gedanken positiv aus und sagt es so, jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, man könnte das sagen, wo meinen Wort treu bleibt, wo dran bleibt, wo auf das baut, was ich sage, jeder von denen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Bei dem Bekennen geht es nicht um die Frage, wo man die Ewigkeit verbringt. Diese Frage hat Golgatha geklärt. Ein für alle Mal. Nicht deine Treue, nicht deine Nachfolge. Diese Frage hat Golgatha geklärt. Wo man die Ewigkeit verbringt, hat Christus geklärt durch seinen Tod. Aber wie die Ewigkeit für uns wird sein, wie wir in die Ewigkeit eintreten, was von unserem Leben übrig bleibt, oder ob wir, wie der Paulus das im 1. Korintherbrief sagt, ob wir Lohn empfangen werden oder nicht. Um das geht es. Ob wir, wie Jesus das in einem von seinen Gleichnissen sagt, ob wir ihn werden hören sagen, recht so, guter und treuer Knecht, du bist über wenig treu gewesen, ich werde dich über vieles setzen. Um das geht's. Und wisst ihr, wenn es um die Frage geht, für was lohnt es sich zu leben und in was investiere ich in mein Leben, dann ist es der Satz da vorne, wo ich einmal will hören. Der Satz. Das Bekenntnis. Und wir werden alle antworten, aber Herr, wir haben doch nur gemacht, was du uns gesagt hast, dass wir machen sollen.
Jesus erzählt einem anderen Gleichnis so, spielt keine Rolle. Ich wünsche mir, dass er wird sagen, recht so. Gute und treue Knecht. Über weniges bist treu gewesen, über vieles werde ich dich setzen. Die grosse Frage, die Jesus stellt, für was lebst du? Oder wie er es formuliert, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selber dabei verliert oder Schaden erleidet? Und ich würde dich gerne fragen heute Morgen, nochmal, in was investierst du dich? Was ist dir wichtig? Für was lebst du? Wenn Jesus wirklich der ist, den er behauptet hat zu sein, der Christus, der Sohn vom lebendigen Gott, dann gibt es nichts lohnenswerter, als sich für ihn zu investieren. Als sich in sein Reich zu investieren und als sich in die Botschaft vom Evangelium zu investieren. Und schaut, vieles von dem, was wir manchmal machen, scheint so nutzlos zu sein, keinen Wert zu haben, den Kindern Geschichte erzählen, Zeit verbringen mit dem Ehepartner, beten für irgendwelche Leute, einen Besuch machen, jemandem nachfragen, ein E-Mail schreiben, ein WhatsApp schreiben, jemandem anrufen und sagen, du bist mir gerade in den Sinn gekommen, wie geht's dir eigentlich? Vieles von dem denken mir, das bringt mir doch nichts. Von dem habe ich nichts. Nochmal, es geht nicht darum, was mir etwas bringt. Es geht darum, was er von mir will. Und ich glaube, dass es die Sachen sind, die er von uns will. Ich mache euch Mut. Auch wenn du müde bist, auch wenn du vielleicht entmutig bist, auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, da, wo ich mein Leben drin investiert habe, vielleicht bist du mitten in der Midlife-Krise. Ich weiss es ja nicht. Aber vielleicht bist du mitten in der Midlife-Krise und du denkst, ich habe mein Leben investiert in etwas, in einen guten Glauben, das ist das, was Gott von mir will. Ich sehe so nichts. Bitte gib nicht auf. Bleib dran. Bleib dran. Es lohnt sich. Weil es sich für die Ewigkeit lohnt. Gib nicht auf. Und auch, wenn sich das heute vielleicht da und dort als Kreuz anfühlt, es wird sich morgen als Kronen entpuppen. Mit dem möchte ich gerne schliessen. Lasst uns im Moment still werden. Ich will gerne beten.